Hallo, ich bin Jochen Kopelke, ich bin Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, der größten Gewerkschaft für Polizeibeschäftigte in Deutschland. Erst einmal, Menschen leiden unter Rechtspopulismus, Rechtsextremismus und sogar rechtem Terror. Vor dem Hintergrund ist die Aufgabe der Polizei klar. Wir müssen beschützen und dürfen eben nicht von diesen Strömungen getroffen oder beeinflusst werden. Der Polizei und uns Polizistinnen und Polizisten kommt eine ganz besondere Rolle zu. Die Menschen vertrauen uns, die Menschen wollen durch uns geschützt werden. Und deshalb haben wir in der Frage des sozialen Zusammenhalts auch eine verbindende Rolle. Da, wo wir sind, ist Sicherheit und da können Menschen auch zusammenfinden und gemeinsam Themen angehen und insbesondere, glaube ich, Extremismus und rechten Hetzern die Stirn. Na, für uns Polizistinnen und Polizisten ist doch klar, wenn die Menschen sich unsicher fühlen und Sicherheit wollen, braucht es mehr Polizisten. Das ist der Auftrag an die Politik. Was können wir noch tun? Wir können über Prävention uns selbst befähigen, dass wir resistent werden, dass unsere Gesellschaft zusammensteht und eben nicht Hass und Hetze oder Gewalt toleriert. Das wird der größte Auftrag und die Polizei hilft, weil wir Straftaten verhindern, weil wir Straftaten erforschen und weil wir das Gefühl geben, dass Unrecht es auch bekämpfen können. Polizeiarbeit ist ein unfassbar harter Beruf. Wir haben in den schlimmsten Situationen mit Menschen zu tun und müssen verarbeiten, was wir erleben. Dazu finden wir immer weniger Zeit. Wir haben weniger Hilfsangebote für uns selbst und wir haben wenig Raum für Reflexion. Deshalb ist doch klar, dass wenn Sie eine moderne, bürgernahe, schnelle, starke Polizei wollen, dass auch die Arbeitsbedingungen in der Polizeiwelt verbessert werden. Das heißt, mehr Personal, aber mehr Zeit für Fortbildung, Ausbildung, andere Technik, damit wir wieder an den Menschen sein können und eben nicht hinter Aktenbergen im Zimmer eingeschlossen.